Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Bildungsberichte helfen in der Bildungswirklichkeit nur, wenn man die Botschaften auch ernst nimmt, die drinstehen, und die entsprechenden Schlussfolgerungen zieht. Das aber vermissen wir bei den Koalitionen der vergangenen 10 Jahre durch die Bank. Wir haben darum mit unserem Antrag etwas Nachhilfe versucht. Und wir haben nicht alles Wünschenswerte dort hineingeschrieben, sondern uns auf grundsätzliche Forderungen beschränkt, die wir für ein Umsteuern für nötig halten und die jetzt vom Bund in Angriff genommen werden können. Von der Politik wird nämlich erwartet, dass sie in der Bildung Grundsätzliches ändert. Und dabei darf man dann nicht nur auf die Zuständigkeiten der anderen schauen, sondern muss selbst auch etwas Grundsätzliches tun als Bund. Sie aber haben zusammen mit den Ländern im vergangenen Jahr die Chance verstreichen lassen, grundsätzliche Bildungsfragen auch grundsätzlich besser zu lösen. Mit der Grundgesetzänderung, die hier beschlossen worden ist für den Hochschulbereich, soll ja nicht mal mehr Geld in die Kassen gespült werden, sondern nur Bürokratie abgebaut werden, etwas mehr Verlässlichkeit geschaffen. Das ist ja sicherlich sinnvoll, aber das reicht bei weitem nicht aus. Die dauerhafte Unterfinanzierung der aller Bildungsbereiche packen Sie nicht an. Und darum will ich mich heute noch einmal vor allem mit dem Geld beschäftigen. Schon 2007, also vor dem Bildungsgipfel, kommt die Gewerkschaft Verdi auf einen jährlichen Mehrbedarf von rund 43 Milliarden Euro. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft hat bereits 2004 notwendige Mehrausgaben von 34 Milliarden festgestellt. Ist nicht verdächtig, links zu sein. In einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung von 2008 listet Roman Jaich, den wir übrigens auch schon im Ausschuss als Experten hörten, knapp 30 Milliarden jährlichen Mehrbedarf an. Und eine GEW-Studie aus dem Jahre 2011 stellt einen jährlichen Mehrbedarf von, nicht erschrecken, 56 Milliarden Euro für die Umsetzung notwendiger Verbesserungen in der Bildung fest. Und das sind solche Verbesserungen, für die es eigentlich eine deutliche Mehrheit in der Gesellschaft und auch eine Erwartungshaltung gibt. Und schließlich liest man noch im Wahlprogramm der SPD als Forderung des Bürgerkonvents von 2013 die Summe von immerhin 20 Milliarden Euro, die mehr für Bildung ausgegeben werden sollen jedes Jahr. Natürlich müssen diese Zahlen nicht alle im Bundeshaushalt untergebracht werden, sondern Bund, Länder und Kommunen können sich daran beteiligen und sie gemeinsam tragen. Und deshalb ist das wohl eine sinnvolle Alternative, eine sinnvolle Möglichkeit, eine Gemeinschaftsaufgabe für Bildung einzusetzen, die die Linke so fordert. Und ich glaube, das würde helfen. Denn bessere Bildung kostet eben auch mehr Geld. Und dann nehmen wir jetzt mal die 1,2 Milliarden, die in den letzten Monaten immer so als das tolle Geschenk an die Länder verkauft worden ist, und schauen uns mal an, was für ein Streit darüber entbrannt ist. Die Ministerin hat noch im Sommer des vergangenen Jahres gesagt, damit kann man jetzt gut Schulsozialarbeit finanzieren. In der Koalition, vor allen Dingen in der CDU/CSU, will man, dass das möglichst vollständig in die Hochschulfinanzierung fließt. Die Länder wollen es aber auch für die bessere Bezahlung und Einstellung von Lehrkräften ausgeben und auch für Inklusion, immerhin ein Schwerpunkt dieses Bildungsberichtes. Das alles haben Sie aber ziemlich beargwöhnt. So weit geht bei Ihnen wohl der Föderalismus dann doch wieder nicht. Aber man braucht außerdem noch mehr Geld, um die maroden Schulgebäude zu sanieren. Sie haben das eben gesagt, wir wollen Ganztagsschulen, wir wollen bessere Lernbedingungen für Kinder mit Handicaps. Und die Kommunen können diese Sanierungsaufgaben schon seit Langem nicht mehr stemmen. Und wir brauchen dafür bessere, anders ausgebaute Schulen, und wir brauchen mehr und besseres Personal. Alleine der gute Wille wird bei der Inklusion nicht helfen. Wenn also der Bund für jede dieser 5 Aufgaben, also Schulsozialarbeit, Hochschulfinanzierung, Lehrkräfteeinstellung, Inklusion und Schulsanierung, jeweils 1,2 Milliarden Euro jährlich bereitgestellt hätte, dann könnte man mit gutem Gewissen sagen, das ist ein vielversprechender Anfang. So aber wird es hinten und vorne nicht reichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, uns ist völlig bewusst, Sie werden unseren Antrag heute ablehnen. Aber ich verspreche Ihnen, wir werden hartnäckig bleiben und immer diese Forderungen wiederstellen, bis der Groschen gefallen ist. Dankeschön. Als nächster Redner hat der Dr. Rossmann das Wort von der SPD-Fraktion.